So Leute, schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Lippenstiftparade. Heute zeige ich euch alle meine Lippenstifte auf meinen Lippen. Dann komme ich immer jeweils ganz nah. Oder soll ich ranzoomen? Ich weiß nicht, was besser ist. Ich glaube, nah kommen könnte besser sein. Ne? Ich habe jetzt nichts drauf. Habe auch schon mein Reinigungstuch bereitgelegt und einen kleinen Spiegel. Warum habe ich jetzt geschnalzt? Man weiß es nicht. Und hier seht ihr alle meine Lippenstifte. Die habe ich in so einer Box. Boah, ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Oh, meine Brille beschlägt schon wieder. Fangen wir mal an. Ich greife einfach blind rein. Und dann sind wir hier. Ach, den habe ich ja. Ich blöd, Mann. Das ist gar kein Lippenstift. Das ist ein Lidschattenstift. Trotzdem, ich greife blind rein. Und da haben wir hier die Nummer 1, die Nummer 115 von den L'Oreal Glam Shine 07. So sieht er aus. So sieht die Farbe aus. Hier ist die Nummer. Ne, hier ist die Nummer. Ist sie richtig rum? Ich habe echt, ey, voll der Amateur oder so rum. Ne? Jo. Ist schon gut benutzt von mir. Seht man vielleicht auch. Ist nicht mehr so viel drin. Ist ein Applikator. Und ne, im Display geht es nicht. Dann trage ich mit dem auf. Ist mit vielen, ist klar, relativ klar, mit vielen kleinen pinken Glitzersteinchen. Oh, und ich sehe jetzt meinen Damenbart. Das ist ja auch schön in der Vergrößerung. Oh Mann. Ach. Egal, müsst ihr mitleben. So werde ich demnächst wieder zupfen. Gleich. Hier seht ihr dann den Lippenstift. Ist also relativ schier mit silbern, mit pinken Glitzerstückchen. Ja, orange ist der Grundton, würde ich sagen. So, erstmal wieder ab. Das geht einfach ab. So. Dann haben wir hier Nummer 2. Das ist die Nummer 70. Ah, der Airy Fairy. Genau, der Airy Fairy, die Nummer 70. Einer der Lieblingslippenstifte früher von Fanny Pilgrim. Airy Fairy. Da seht ihr den so. Genau. So sieht er aus. Und den habe ich eine Zeit lang wirklich sehr oft getragen. Sieht man auch, der ist gut benutzt. Ist ein Newton. Den man eigentlich auch blind auftragen kann und der für den Alltag super geeignet ist. Meine Brille beschlägt. Ey, hier ist es aber auch heiß hinter dem Fenster. Also, super Alltagston. Airy Fairy. Wird auch immer ein Favorit sein. So, nächster. Da haben wir, habe ich auch sehr oft benutzt, von Lancôme. So sieht die Verpackung aus. Das ist die Nummer 302, L'Absolu Nu, könnt ihr hier, glaube ich, erkennen, genau. Der hat so einen ganz tollen Magnetverschluss, liebe ich ja total. Und ist auch schon sehr gut benutzt, nicht mehr viel da. Ist ein, ja, ich würde sagen, ein unauffälliges Rot. Kann man auch, denke ich, blind auftragen. Ja. Auf jeden Fall. Ist was, wenn man keinen Spiegel dabei hat, wenn man einfach schnell losgehen möchte, ein bisschen Farbe auf den Lippen, nicht zu viel. Das ist der Lanco. Eins, zwei, drei. Dann haben wir hier, der steht mir glaube ich gar nicht, die Nummer 41. Ihr müsst selber lesen, welche Marke.
Das kann ich selbst mit Brille alles nicht lesen. Der ist nämlich rosa und rosa steht mir, glaube ich, nicht gut. Ich bin mir da nicht sicher. Ich probiere es mal. Ist auch, ach, so mit so einem Silberschimmer noch, genau. Der ist sehr, sehr weich. Ganz weich, ganz, ja, gefällig, pflegend fühlt er sich an und so schlimm ist er nicht, aber ich glaube, diese hellen stehen mir echt nicht, ne? Ich glaube nicht. Welche Marke? Ich kann es echt nicht lesen. Aber ihr müsst mich, mir da verzeihen, denn ich habe ein Augenproblem trotz Brille. Das wird auch durch die Brille nicht behoben. So, dann mal ab damit. Mit dem pinken. Mhm. Machen wir weiter. Ah, das ist ein Longlasting, den tue ich später. Und dann haben wir hier von Chanel einen, und zwar die Nummer 11, Rouge Coco Legend oder Legende. So gut bin ich nicht in Französisch, aber ich würde mal sagen Legend, aber ich bin mir nicht sicher. Der ist auch super für unterwegs, ist ein gedecktes Rot, ein leicht bäriges Rot und auch wie man sieht, er geht nicht weiter raus, schon von mir gut benutzt. Der ist eigentlich meine Lippenfarbe fast, etwas verstärkt, etwas glänzend, ist nicht schlecht so zum, ne, für jeden Tag, gefällt er mir ganz gut, Chanel. Chanel Nummer 11. Nicht schlecht, Herr Specht. So, wieder ab. Oh, wie ich wohl nachher aussehen tue. Hier haben wir gleich im Chanel-Style. Können wir mal ja mal nebeneinander halten, ne? Mal den direkten Vergleich hier. Der echte Chanel, viel schwerer. Hier der Astor. Designmäßig ähnlich, Astor viel leichter. Das ist die Nummer 125. Der ist sehr dunkel. So sieht er aus. Trage ich selten, sollte ich vielleicht öfter tragen, denn eigentlich mag ich dunkel. Ist aber auch sehr glänzend, ist gar nicht so krass. Ja, ist eigentlich gar nicht so dunkel wie befürchtet. Ist mit einem Silberschimmer auch leicht. Ich gucke mir den gerade mal hier an. Ja, nicht schlecht. Also sollte ich vielleicht auch mal öfter tragen. So, dann kommen wir hier zu einem meiner Lieblinge. Erstmal abwischen wieder. Und zwar von Clinique, den, die Nummer 10, Berry Freeze. So, den gibt es immer noch, allerdings nicht mehr in dieser Verpackung. Ist sehr dunkel, mag ich sehr gerne. Ja, ist so ein etwas bräunlicheres Rot. Für den Herbst perfekt, aber ich trage den ums ganze Jahr rum, ne? Also den mag ich auch sehr gerne. So sieht er aus. Clinique. Oh, färbt auch das Tuch extrem ein. So, und weiter geht's mit einem weiteren Chanel, und zwar die 02 Monte Carlo. 02, 62 wohl eher, ne? So wie es aussieht. Auch wieder hier die schöne Chanel-Verpackung. Der ist auch schon weit abgenutzt. Der ist so ein ja, ganz leichtes Rot. Kann man auch ohne, ohne Spiegel auftragen. Also der ist auch sehr unkompliziert. Geht schon so fast ins Himbeerige. Ne, Erdbeerige.
von der Farbabgabe eigentlich nicht viel anders als ein leichter Pflegestift, ehrlich gesagt. Ne? Finde ich jetzt nicht sehr gefärbt, die Lippen damit. Das eine Auge immer zugekniffen, das rechte. Boah, ich sehe aus. Boah, YouTube macht einen fertig, ne? Da sieht man echt alles. Guck mal hier, alles schon wieder hier beschlagen. Jeder Schweißtropfen, jedes Barthaar. Oh, Teufel. So, weg damit. Ah. So, weiter geht's. Hier haben wir die Nummer 547 Pleasure Me Red von, keine Ahnung, Pleasure Me Red. Ihr wisst bestimmt, woher der ist. Sieht so aus. Ist kaum benutzt von mir, ein mattes, dunkles Rot. Und ich frage mich gerade, warum habe ich den nie benutzt? Der sieht doch cool aus. Jetzt kommt er drauf. Wartet ab. Tomatenrot, würde ich schon fast sagen. Also nicht so matt. Auf den ersten, ich habe jetzt nicht ordentlich gemacht. Also dazu muss man, glaube ich, Zeit haben für den, um den aufzutragen. Also auf den ersten, beim ersten Auftragen etwas schwergängig. Also er gleitet nicht sehr stark, aber einmal drauf fühlt er sich schon schön buttrig an. Ach, der gelbe Zähne. Weiß nicht, warum ich den kaum benutze, ehrlich gesagt. Oder benutzt habe. So, jetzt muss ich mir mal angewöhnen, die Brille mit einem Anti-Beschlagtuch zu putzen. Anti-Beschlagtuch. Und nicht immer so zu machen, sondern so. Ist doch schöner, oder? Also dieses Rot gefällt mir auch sehr gut. Werde ich mal wieder öfter hervorkramen, denke ich. Oh weh, meine armen Lippen. Oh mein, mein, mein. Ich puder mal eben kurz zwischendurch ein bisschen. Neutralisieren wieder. So, dann haben wir hier die Nummer. Nummer. 405 aus der Glam Shine Reihe. Das ist ein Lipgloss. Den habe ich, glaube ich, auch ganz gut benutzt gegen das Licht. Ja, so halbwegs. Fangen wir mal auf, probieren mal über das Display, bei Lipgloss ist ja nicht so schlimm, oder? Also auf alle Fälle, die gleiten immer recht angenehm, ne? Die L'Oreal. Also der gefällt mir super gut als Lipgloss. Der färbt auch richtig schön. Sollte ich mir eigentlich für diesen Sommer öfter rausholen. So ein fröhliches, ja, orange-rot mit, ist da Glitzer drin? Oder Schimmer? Ich tue mir mal ein bisschen auf die Hand, dann kann ich das besser sehen. Nee, einfach nur ein schöner Glanz. Und färbt schön. Bin begeistert. Wieder neu entdeckt. Hat lange in der Kiste geschlummert. So, weiter geht's mit, den habe ich, glaube ich, auch kaum benutzt, da kann ich auch gar nichts lesen, doch, habe ich doch benutzt. Also Leute, da müsst ihr, da braucht man echt eine Lupe zu, könnt ihr da irgendwas lesen? Also ich kann es nicht lesen. Wenn ihr da was lesen könnt, wäre super, ich nicht. Das ist doch ein Unding. Ich nehme mal meine Lupe. Habe ich aber auch nicht hier. So, Notiz an mich selber, Verena. Nächstes Mal die Lupe bereitlegen. Aber ihr konntet es vielleicht lesen. Ist so ein braunrot, neutral, was eigentlich die Hydraulik gerne trägt. So eine Art von Farbe. Und ich auch.
Also der passt eigentlich perfekt zu mir für jeden Tag. Der ist, wenn ich mir den so angucke, eigentlich sehr ähnlich meinem Clinique. Mal eben vergleichen. Ja, die sind sich sehr, sehr ähnlich, die beiden. Und ich merke, dass ich wohl da drauf stehe. So ein etwas dunkleres Rot mit einem leichten braunen Einschlag. Und ich finde, der steht mir auch sehr gut. Finde ich. Ihr könnt anderer Meinung sein, ne? Sagt es mir. Sagt mir, wie scheiße ich aussehe. Nee, lieber nicht, seid nett. So, auch in den Ecken nicht vergessen. So, der nächste Lippenstift ist ein MAC. Und zwar... So, jetzt bin ich leid. Ich hole mal eben meine Handylupe. So, wozu hat das Handy eine Lupenfunktion? Das ist von MAC. Aus der damaligen schottischen Tartentail, glaube ich, LE. Die ein Lasterfinish. The Fairy. Ich kann ja kein Schottisch, ne? Fairy Glen oder so ähnlich. So sieht's aus. Und den mag ich auch sehr, sehr gerne. Der ist auch schon fast weg. Das ist auch so ein neutraler Ton, neutrales bräunliches Rot. Ist sehr weich, riecht sehr lecker. Ist für mich eigentlich ein guter Nude-Ton, wenn ich absolut die Lippen unauffällig haben möchte. Der steht mir sogar, ohne dass ich irgendwie direkt so komisch 90er Jahre Trulla-Tussi-mäßig aussehe, gefällt mir der gut. Also das ist aus der LE von damals, von vor ein paar Jahren. Einige Jahre her, glaube ich, ne? Tartentail? Ich glaube wohl. So, das nächste ist, muss man vielleicht mal kurz schütteln, eine von Manhattan. Color Splash, so eine Lippencreme. So sieht die aus. Die Farbe ist ein Geheimnis. Die Farbe ist Soft Nude Nummer 50R. Ist meiner Meinung nach auch perfekt für mich. Denn das ist so ein dunkles Nude. Oh weh, jetzt fängt es an, auf meinen Lippen zu brennen. Bisschen zu oft abgewischt und draufgetan. Da muss ich jetzt durch, halte ich jetzt aus. Also auch ein dunkles Nude würde ich gar nicht sagen, obwohl es Nude heißt. Und das ist so einer, der auch auf den Lippen länger bleibt. Der relativ flüssig ist. Relativ flüssig ist. So, und der nächste. Wir sind noch lange nicht fertig. Da habe ich hier die Nummer S404, Color Riche Reihe von L'Oreal. Die sehen so aus, sahen so aus. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Die mag ich auch alle sehr gerne. Das sind die, die in der Mitte diesen Pflegekern haben. Das ist ein heller, relativ fröhliches Orange. So, und die L'Oreals trage ich auch eigentlich alle sehr gerne. Sehr gerne. Denn die haben wirklich so ein Pflegegefühl, halten relativ lang und riechen gut, haben eine schöne Farbe und die gefallen mir gut. So, nächster. Bald habe ich mir die Haut abgerubbelt, Leute. Bleibt nichts mehr über. Hier haben wir diese Manhattan Soft Matte Lip Cream in der Farbe 50K. Auch eigentlich für jeden Tag geeignet, unauffällig und ja, pflegend. Ist eigentlich hier so für mich. Ich habe
kein Talent, irgendwie mal nebenbei so weit aufzutragen. Ist für mich eigentlich auch die perfekte Farbe, so für jeden Tag, ne? Den kann man so tragen, ohne dass man irgendwie direkt auffällt, dass man rumläuft wie ein geschmückter Pfau. So, ich tue noch mal eben kurz. Ich rubbel mir hier mein ganzes Make-up immer runter, ne? Yeah. Dann haben wir hier von Manhattan eine Natural Lip Liner in Pink. Ne, Quatsch, Manhattan. Benikos. Ein Lip Liner in Pink. Der sieht so aus und ich benutze den so gut wie nie. Weil der hart ist und man nichts sieht. Und wenn man was sieht, sieht es komisch aus. Der ist knochentrocken. Naja, so schlecht ist er jetzt nicht, ne? Ja, aber der ist sehr trocken und gefällt mir irgendwie nicht. Der ist nicht anwenderfreundlich, trage ich nicht so gerne. Werde ich aber auch nicht wegschmeißen, werde ich auch immer zwischendurch in meinem Monatsschminkkörbchen haben. So, dann haben wir hier von L'Oreal die Nummer 98 Color Riche aus der goldenen Reihe. Ohne Pflegekern, der ist sehr braun. Und viele Leute sagen mir, dass der mir nicht so steht. Probieren wir mal. Ja, der ist so bronzeartig. Ja, ist so ein schimmerndes Bronze. Das ist nicht immer so günstig. Muss man mehr lachen, ne? Ich gucke immer so unfreundlich und bin gestresst. Und dabei bin ich gar nicht gestresst. Ich bin eigentlich so ganz entspannt, aber alles noch, immer noch ungewohnt, obwohl ich jetzt schon so viele Videos gemacht habe. Aber der gefällt mir doch jetzt gar nicht so schlecht, oder? What do you think? Was denkst du? Weg damit. So, und dann kommen wir hier zum nächsten. Und zwar von Estee Lauder Pure Color Highlight Gloss Ultra Radiant. So, sieht so aus. Ist so ein kleines Tübchen. Habe ich, glaube ich, kaum benutzt bisher. Mit so einem kleinen Applikator hier, wo man es rausdrückt und dann kommt da so ein Knubbel raus und den trägt man sich auf. Ah, sehr geil. Begeistert. Warum habe ich den bisher nicht benutzt? Sehr fest klebrig, aber nicht pappig. Also der klebt direkt auf den Lippen wie Hulle. Sehr fest. Von der Farbe her gefällt er mir. Gefällt mir? Ja, gefällt mir. Euch auch? Werde ich öfter tragen. Kommt öfter in mein Schminkkörbchen. So, die alten Schätze, die findet man hier. So, dann habe ich hier die Winkel nicht vergessen, ne? Augenwinkel. Mundwinkel. Dann habe ich hier von Manhattan noch den Extreme Last Lip Liner in 59G. Der ist eigentlich auch recht unauffällig bräunlich. Habe ich noch nie benutzt. Die Manhattan Lip Liner mag ich eigentlich gerne. Ich glaube, der ist mir doch ein Tick zu braun, oder? Der mag mich nicht. Kommt noch was? Ja. Der ist mir, glaube ich, doch ein Tick zu braun. Was meint ihr? Wie sieht es aus? Zu braun, ne? Nicht so mein Fall. Muss ich hier echt noch eine freie Stelle finden. Boah, meine Lippenhaut pellt sich. Leute, ich glaube, ich muss aufhören. Da tut jetzt echt schon weh. Einen machen wir noch.
Machen wir dann Teil 1 und Teil 2. Nee, kann keinen mehr machen. Bald ist ja. Wie machen die anderen das? Ja, Hölle. Ich habe mir ja die Lippenhaut abgeschabt sogar. Tue ich den letzten drauf, den ich jetzt drauf lasse auch heute. Das ist von Manhattan. Endless Day Berlin Berry. Der ist schön pink. Den trage ich im Moment jeden Tag. Oh, brennt das. Ich weiß nicht, wie die anderen das gemacht haben. Teil 2 drehe ich später. Ich weiß nicht wann. Später. Okay, bis bald. Also die Lippen fühlen sich jetzt an, als wenn ich da Sandpapier abgeschmirgelt habe. Tschüss.